Hätte Beethoven vielleicht Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft im Plattenladen geschrieben? Apropos Plattenladen. Es gibt ihn nicht mehr. Mit den Platten ist auch er verschwunden. Megastores laden uns ein ins Reich der prozessgesteuerten Klänge. Die 10 größten dieser Megastores machen in Deutschland allein über die Hälfte des Gesamtumsatzes bei Tonträgern. Auf dem Weltmusikmarkt erzielen 5 große Companies 2/3 des gesamten Umsatzes in Höhe von 25 Milliarden Dollar. Sony Japan, Warner USA, Polygram Philips Holland, Bertelsmann Deutschland, EMI Großbritannien. Die Fusionsprozesse gehen weiter. Sony kaufte zum Beispiel CBS Music und drang als erster japanischer Hardwarehersteller in den amerikanischen Softwarebereich ein. Die Branche registriert eine weltweite Harmonisierung des Musikgeschmacks. Es gibt zwar 100.000 Titel, für jeden Geschmack etwas, aber die Masse der Käufer kauft eben nach dem Geschmack der Masse. 3/4 der Umsätze werden rund um den Globus mit derselben Handvoll Superhits gemacht. Der deutsche Markt ist nach den USA und Japan der 3. der Welt. Auf diesem Markt hat sich die Schallplatte in eine nostalgische 1%-Nische zurückgezogen.